Gerade mal Runde 2 im Niederrhein-Pokal und schon ein Spiel mit Finalcharakter. Mike Terranova und seine RWO empfangen den MSV Duisburg zum Pottschlager. Über 4000 Karten verkauften allein die Gäste im Vorfeld der Partie. Viel mehr muss zur Wichtigkeit des Derbys für die Fanlager wohl kaum gesagt werden. Der wichtigste Mann auf dem Platz fehlt dem MSV aber. Kapitän Moritz Doppelkamp muss wegen muskulären Problemen passen. Rein in die Partie. Und zwar gleich mal feurig. Die Oberhausener Ultragruppe Semper Fidelis meldet sich nach dem Fahnenklau in Köln pünktlich zum Derby zurück. RWO erwischt den besseren Start in die Partie. Mit Mickels. Der erste Abschluss nach gut 6 gespielten Minuten. In der Anfangsphase auf den Rängen auf beiden Seiten wirklich grandiose Atmosphäre. Auf dem Platz aber erstmal nur RWO. Etwas mehr als eine Viertelstunde gespielt und Öztürk. Mit diesem Kopfball bringt er die Hausherren hier beinahe in Führung. Tanja Öztürk, der Routinier, kommt aus der Jugend des MSV Duisburg, spielte 9 Jahre für die Zebras und setzt hier beinahe einen Stich ins MSV-Herz. Terranovas Team eindeutig giftiger zu Beginn. Der MSV hat eine lange Anlaufphase, bis da mal irgendwas nach vorne geht. Mit Mogultai. Erster Einsatz für die Profimannschaft heute. Gute Flanke Richtung Buadus. Hätte hier gerne einen Eckball, den kriegt er aber nicht von Schiedsrichter Christian Bandurski. Ziegner kann überhaupt nicht zufrieden sein mit dem Start seines Teams hier. Die Quintessenz ist, er schickt nach 30 Minuten gleich mal die ersten Jungs zum Aufwärmen. Im Anschluss wird der MSV dann so langsam mal aktiver. Der Freistoß zunächst abgeblockt, aber die Gäste bleiben hoch drauf. Michel Brink mit der Balleroberung. Schöne Bewegung gegen Öztürk, Jonas Michelbrink. Nach 32 Minuten endlich der erste Abschluss für die Gäste durch den Neuzugang von Hertha BSC 2. Von ihm erwartet sich Ziegner deutlich mehr Zug zum Tor aus der Zentrale. Und hier sieht er auch gleich mal, was er an seinem Neuzugang hat. Kommt zwar nicht zum Abschluss, aber den Applaus vom Coach, den gibt's trotzdem. Die Partie ist jetzt deutlich offener. 42 Minuten gespielt. Mickels geht vorbei. Leroy Mickels! Der ehemalige MSV-Spieler in Halbzeit 1 mit Abstand der auffälligste Akteur bei den Hausherren. Eine Minute später auf der anderen Seite. Oberhausen kriegt den Ball nicht weg. Viel Unordnung und Sänger! Und ganz Duisburg fordert Elfmeter. Wie wir hier aber sehen, ist es ganz klar die Brust von Wenzel, die den Abschluss verhindert. Damit geht es dann auch in die Kabine. Grandiose Atmosphäre auf den Rängen im Stadion Niederrhein. Einzig die Tore auf dem Platz. Ja, die fehlen leider noch. Beide Teams kommen ohne personelle Veränderungen aus der Pause. Dabei soll es jedoch nicht lange bleiben. Denn aufgepasst. Ajani mit diesem Rüdentritt, der hat schon gelb und folglich natürlich gelb-rot. Der MSV plötzlich nur noch zu zehnt, Ajani erst uneinsichtig, muss von seinem Coach sogar zurückbestellt werden, um sich bei seinem Gegenüber zu entschuldigen, würde es im Nachhinein dann aber eingesehen haben, dass diese Entscheidung natürlich klar die richtige ist. Und während Heinz draußen am Kopf behandelt wird, rollt der RWO-Express. Zunächst der Ballverlust, aber Klaas setzt klasse nach. Giombo für Winter, Nils, Winter! Rein ins Glück! Die pure Ekstase jetzt im Stadion Niederrhein. RWO geht im Derby mit 1:0 in Führung. Ausgangspunkt ist dieses überragende Tackling von Klaas. Giombo bedient Winter und der aus beinahe unmöglichem Winkel mit dem Abschluss. Die wohl noch bessere Nachricht für die Hausherren. Auch für Heinz kann es nach dieser Aktion weitergehen. Und der Dieter Hoeneß Gedächtnisturban, er ist auch gleich mitten drin.
Guter Abschluss von Heinz, der sich an seine neue Kopfbedeckung wohl aber erst noch gewöhnen muss. Ziegner reagiert auf den Nackenschlag gleich doppelt. Hetwar und Frei kommen für Fleckstein und Kölle. Der MSV lässt sich von der Unterzahl und dem Rückstand aber nicht wirklich beeindrucken. Der frische Hetwar gegen 1, gegen 2, gegen 3. Der vierte ist zu viel. Aber die Gäste bleiben drauf. Mit Bitter, im Zusammenspiel mit Bacalords, aber Fastnacht am Ende dazwischen. Der MSV in dieser Phase das bessere Team, aber für RWO ergeben sich natürlich Räume. Kreier für Ngiombo! 64. Minute, das 2:0 für Oberhausen durch einen dicken Patzer von Keeper Müller. Der weiß natürlich ganz genau, was hier los ist. Den muss er einfach haben. Kreier mit der guten Übersicht für Ngiombo. Und dann ab durch die Hosenträger. Wir sind bereits in der Schlussviertelstunde. Und der MSV wirft jetzt natürlich alles nach vorne. Etwa mit der Flanke für Mogultai. Davari ist zur Stelle. Vielversprechendes Debüt des 18-Jährigen, der auch noch für die U19 spielberechtigt ist. Das Spiel kennt jetzt nur noch eine Richtung. Und natürlich gerne mit dem langen Ball. Buadus verlängert. Der eingewechselte König wieder Buadus. 82. Minute, der Anschlusstreffer für die Gäste durch den Topstürmer. Und der hat es jetzt natürlich eilig. Leitet selbst ein per Kopfballverlängerung. König dann im zweiten Versuch. Und der Abschluss ist gewohnt cool. Ziegner draußen an der Seitenlinie jetzt selbst, der fehlende elfte Mann. Frei. Einfach nochmal irgendwie vorne rein das Ding. Für König. Hätte hier beinahe zum Helden des MSV werden können. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Nochmal Ecke für die Zebras. Zunächst geklärt, aber noch nicht endgültig. Frei macht's nochmal scharf. Gibt's nochmal den Abschluss? Nein, den gibt es nicht. Damit ist es dann auch vorbei. Oberhausen gewinnt dieses hitzige Derby vor knapp 10.000 Zuschauern mit 2:1 und steht im Achtelfinale des Niederrhein-Pokals. Derby-Sieger-Sprechchöre auf der einen Seite und ordentlich hängende Gesichter auf der anderen. Zum dritten Mal in Folge scheitert der MSV Duisburg an einem Regionalligisten im Niederrhein-Pokal. Und die wahre Schmach, die folgt erst noch. Gucken Sie sich diese Gesichter an. Unter schallenden Buhrufen der eigenen Fans verlassen die Spieler das Stadion.